Gehörst du auch zu den Menschen, die Einschlafprobleme haben, die nicht so richtig durchschlafen können oder einfach mal wieder richtig schönen, langen, gesunden Schlaf haben möchten? Dann bleib auf jeden Fall dran. Wir sprechen hier über alle wichtigen Inhalte, wie du deinen Schlaf wieder in den siebten Schlafhimmel bringen kannst. Let's go! Ist es nicht verrückt, dass wir heute in dieser Welt ein Video über Schlaf aufnehmen müssen? Eines der natürlichsten Sachen überhaupt. Und dennoch versuchen wir hier immer wieder unser ganzes Leben hier und dort zu optimieren, da eine Stellschraube zu schrauben. Aber die einfachen Sachen, die wichtigen Sachen, Schlaf, eine der größten Zeiträume in unserem Leben, 8 Stunden, die empfohlen werden, zu schlafen, da versuchen wir immer weiter was wegzuschrauben und uns geht es einfach immer beschissener, dadurch in den restlichen Stunden unseres Wachseins. Deswegen, obwohl das so eigentlich ironisch und so selbstverständlich sein sollte wie Schlaf, machen wir jetzt hier ein Video. Ich spreche mit euch gleich einmal über die Punkte, was sollten wir meiden, was sollten wir tun und über mögliche Supplements, wie man hier weiter unseren Schlaf verbessern kann. Erst einmal nochmal kleiner Zahlenattacke von mir und dann geht es richtig in die Tiefe. Nämlich war ich einfach geschockt, wo ich mich jetzt mal wieder in das Schlafthema eingelesen habe, dass offiziell laut Statista fast jeder Zweite, also 43% aller Deutschen, haben hier Schlafprobleme. Das ist krass, heißt hier einmal du nicht, du. Quasi jeder Zweite jetzt hier, wie du siehst, hat Schlafprobleme, was einfach krass ist. Das ist mega krass. Und jetzt hier noch 2 Zahlen, dann wechseln wir auch zum nächsten Part. Und die haben mich wirklich geschockt. Also ich kriege es nicht in die Birne, wie das funktioniert. 38% von den Befragten haben angegeben, dass sie zwischen 6 bis 4 Stunden am Tag schlafen. 6 bis 4. Das ist voll krass. Das ist voll krass wenig. Und 6% haben angegeben, sie schlafen weniger als 4 Stunden am Tag. Wie? Du bist doch ein dauerhafter Zombie. Du kriegst doch nichts in deinem Leben anständig hin. Bei unter 4 Stunden Schlaf. Vor allem das Krasse ist ja auch, es gibt ja diese Menschen, die sind drauf stolz, dass sie so wenig schlafen müssen. Ich wette, auch du kennst mindestens ein paar von diesen Leuten. Das Witzige ist aber, dass auf einer glatt gerundeten Zahl, also ohne Kommastelle, die Anzahl der Menschen, die unter 4 Stunden schlafen können, schätze mal, wie viele sind das? Also wie hoch ist diese prozentuale Anzahl? Die ist nämlich so groß. Wirklich, irgendwie, das war lächerlich wenig Menschen. Und dennoch gibt es immer so viele, die sowas können. Es ist einfach so, als ob du dauerhaft trinken würdest, den ganzen Tag über, immer ein paar Bier da reinstellst und so benimmst du dich auch einfach. Du kriegst es nur einfach nicht mehr mit, weil es dein Normalzustand ist. Wirklich. Also jetzt hier mal vorweg, so 7,5 bis 9 Stunden, das ist so die empfohlene Dosis, die wir schlafen sollten, um hier wirklich optimal zu funktionieren. Wirklich, und sonst... Dein Leben kann nicht. Du kannst nicht auf 100% laufen, wenn du nicht 100% schläfst. Wirklich, krieg das hin, dann können wir über die anderen Dinge im Leben reden. Deswegen lassen wir jetzt hier mal über diese Dinge sprechen, die wir meiden sollten, wenn du deine Schlafqualität verbessern möchtest. Erster Punkt, Kaffee und Tee. Klar, wir alle wissen, hey, wir sollten nicht den ganzen Tag Kaffee und Tee trinken, dann klappt das nicht mehr. Aber wann sollten wir aufhören mit Kaffee und Tee? Also, es braucht ca. 10 Stunden, bis der ganze Kram aus unserem Körper abgebaut ist. Heißt, wenn du 10, 11 Uhr schlafen gehen möchtest, wäre natürlich dann hier optimal, 10 Stunden davor aufzuhören. Heißt, 12 oder 1 Uhr, je nachdem, wann du pennen gehen möchtest, musst du hier aufhören, das Zeug dir reinzukippen. Ja, ist nicht so einfach, kriege ich aber auch hin. Ist eine Übungssache, das geht. Das geht wirklich. Nächster Punkt, bei denselben Substanzen. Morgens 1 bis 2 Stunden zu warten, bis ich mir hier das Zeug wieder reinkippe,
Denn unser Körper muss ja erstmal wach werden. Es gibt ja hier gewisse Prozesse im Körper, die stattfinden müssen, sollten, um hier optimal zu funktionieren. Wenn wir jetzt aber dann morgens zur Kaffeemaschine kriechen und kippen uns hier das braune Goldeimer rein und dann quasi den Nitro-Knopf in unserem Körper zünden, dann ist das nicht so geil, wie wir meinen. Dabei wirklich besser, einfach mal wirklich einen halben Liter Wasser morgens wegzuziehen. Klappt tatsächlich genauso, weil Flüssigkeitsverlust ist hier auch ein Riesenthema, was uns hilft, wach zu werden wieder. Dann nächster Punkt ist tatsächlich Alkohol. Wirklich ganz, ganz spannend hier ist nämlich, dass 6 Stunden vor zu Bett gehen, sollten wir hier auch aufgehört haben, Alkohol zu trinken. Ich weiß, könnte am Wochenende schwierig werden. Nichtsdestotrotz, zumindest unter der Woche, sollten wir das hinkriegen. Generell wenig oder gar keinen Alkohol hier wirklich trinken. Denn hat einen negativen Einfluss auf die REM-Phase bzw. generell auf den allgemeinen Schlaf, auf deren Qualität. Deswegen hier am besten gar keinen, aber wenn, dann halt so weit vorm Schlafen aufzuhören wie möglich. Dann nächster Punkt ist Nikotin. Heißt für alle Raucher oder auch die Partyraucher am Wochenende, lass den Scheiß sein, weil der sorgt halt auch wieder dafür, dass die Schlafqualität sich negativ, ja, dass sie halt einfach nicht so optimal ist, wie wir es gerne hätten, aufgrund halt gewisser Neurotransmitter, die halt hier einfach dann vom Nikotin den Körper in dem natürlichen Prozess halt stören. Nächster spannender Punkt ist tatsächlich Cannabis. Ja, wir sind hier bei den Kontraindikatoren. Nämlich Studien haben ergeben, dass wenn ich Langzeitnutzer, Konsument von dem Zeug bin, dass das wiederum einen negativen Effekt hat, weil ich dann ja quasi auch den Körper halt darauf trainiere, dass er immer halt dann mit dem Zeug halt einpennt, beziehungsweise ja, halt auch der natürliche Fluss hiermit wieder etwas gestört wird. Natürlich, einer der größten Faktoren ist hier halt auch Stress. Weil es dann halt einfach, wenn du schon mal einen stressigen Tag hattest, vielleicht hattest du schon mal in deinem Leben 1 oder 2 stressige Tage. Wie konntest du dann schlafen? Meistens nicht so gut, ne? Genau deswegen ist hier wirklich Stress zu vermeiden, beziehungsweise den Stress abzubauen über Sport, Meditation, kommen wir nachher noch zu, wirklich eine der essentiellsten Aufgaben, gerade in der heutigen Zeit. Dann der nächste Punkt ist blaues Licht, beziehungsweise Licht im Allgemeinen, so stark zu minimieren vor dem Schlafengehen wie nur möglich. Mindestens hier auch wieder eine halbe Stunde, eher eine Stunde vorm zu Bett gehen, möglichst gar kein blaues Licht mehr, kein Fernsehen, Handy, TV, Internet und am besten ja auch einfach hier wirklich schon mal auf Kerzenlicht umzustellen und hier den Körper langsam runterzufahren. Wie gesagt, einfache Dinge, aber wir müssen drüber sprechen in der heutigen Zeit über sowas. Dann kommen wir jetzt hier einmal zu den Sachen, die wir tun sollten, wenn du deine Schlafqualität verbessern möchtest. Dann erster Punkt. Eine feste Zu-Bett-Geh-Zeit. Ja, ich weiß, wir sind keine Kinder mehr. Aber dennoch ist eben genau das hilfreich. Weil vielleicht hast du schon mal von dieser inneren Uhr etwas gehört. Und genau das ist es nämlich. Unser Körper hat eine sehr gut laufende innere Uhr. Schon mal wach geworden vom wichtigen Termin, den du am nächsten Tag hast, wo du früh raus musst? Vorm Wecker? Ja, oder? So. Und jetzt stell dir mal vor, wie geil dein Leben läuft, wenn du diese innere Uhr noch genauer stellst, weil du dann beispielsweise immer um 10 Uhr dich ins Bett legst. Hey, dann kannst du um 6 aufstehen, kannst den Tag eingehen, richtig geil, hast 8 Stunden geschlafen, mega. So. Dann hier auch selbe Aufstehzeit. Da hast du 2 feste Zeitslots und das funktioniert halt richtig, richtig gut für unseren Körper. Beziehungsweise wenn wir hier auch mit Sonnenaufgang, beziehungsweise Untergang, je nachdem, wie das dann natürlich in den Jahreszeiten gerade liegt, auch aufstehen, um dann hier wirklich dann aufzustehen, die Sonne beim Aufgehen zu sehen. Auch noch ein mega, mega geiler Tipp. Ist jetzt schon ein bisschen
Profi-like, aber auf jeden Fall hier feste auf und zu Bett gezeiten. Mega geiles Ding. Dann hier richtige Temperatur in deinem Schlafzimmer. Halte dein Schlafzimmer lieber etwas kühler. Muss man natürlich selber von der persönlichen Präferenz halt schauen, aber empfohlen wird halt hier so unter die 21 Grad Marke zu gehen. Gerne so bis auf 17 runter, da einfach mal so ein bisschen mit experimentieren. Kann auch sein, dass dann mit Mann und Frau, dass es da unterschiedliche Präferenzen gibt. Auch da habe ich mittlerweile auch schon Bettdecken gesehen. Die einen sind so ein bisschen dünner, die anderen sind dicker, wo man da quasi noch tricksen kann, beziehungsweise eine sitzt beheizt, andere kühlt. Da gibt es mittlerweile echt geilen Kram. Und natürlich dann nicht jetzt hier alles, was mit geilen Kopfkissen hier von Blackroll oder anderen Anbietern ist. Dann gibt es ja hier noch diese Gewichtsbettdecken, die halt so schwerer sind. Was ja halt auch da nochmal hilft beim Ein- und Durchschlafen, kann auch noch ganz interessant sein. Dann Bettroutine oder Schlafroutine möchte ich es mal hier nennen. Heißt einfach, dass du abgesehen von dieser festen Zeit zum Zu-Bett-Gehen, dass du, keine Ahnung, ziehst du noch hier einen Kamillentee rein, liest noch mal eine Seite in deinem Roman, den du gerade liest, gehst noch mal eine Runde um den Block spazieren, schreibst Tagebuch, mega geiles Ding zum Beispiel, oder meditierst, wäre eigentlich schon der nächste Punkt, aber passt gerade hier so gut. Meditierst zum Beispiel, heißt, wenn du da dir so gewisse Sachen aufbaust, wo du weißt, okay, ich mache das, das und das und das, zieh das an, geh dorthin, das merkt der Körper halt auch, weil der ist ja auch nicht blöde. Der merkt das und dann kann der halt währenddessen schon mal runterfahren, du gehst ins Bett, bam, bist weg. Richtig geil, wirklich, klappt mega gut. So, dann hier, ich sprach ja schon über das Thema Tagebuch, passend dazu Thema Meditation. Es geht hier einfach um das Thema runterkommen, den Tag reflektieren, weil da musst du im Bett nicht wachlegen und denkst auch hierüber nach und da, was muss ich da noch machen, ne? Da wirklich runterkommen, den Tag abschließen, den Stress loswerden. Meditation, eins der geilsten Dinger überhaupt. Einfach alles, was hier im Zeichen der Entspannung steht, ist mega. Egal, was du dann nachher machst. Es muss für dich funktionieren. Ja, das ist eigentlich das Wichtige. Dann auch gerne den nächsten Tag schon mal ein bisschen planen. Sorgt auch dafür, dass der Kopf besser abschalten kann, dass wir dann im Bett nicht drüber nachdenken müssen. Wir sprachen ja schon drüber, aber hier auch wirklich dann das blaue Licht wegzulassen, beziehungsweise kann man dann ja auch jetzt hier bei den Handys, zumindest beim iPhone, ich glaube bei Android jetzt auch, kannst du ja so einen Blaulichtfilter einstellen, dass das Handy dann ab Sonnenuntergang orange oder orangelicher, naja, so ein Orangestich dann hat, dass dieses Blau so ein bisschen rausgeht. Es gibt sonst ja auch noch so Blaulichtfilterbrillen, die sind so orange, ist auch ganz fancy, die kann man halt sonst sich auch noch holen. Ich bin jetzt hier mit dem Handy ganz zufrieden, Brille ist bei mir ein bisschen schwieriger, aber ab da bis jetzt nur sehr, sehr Gutes drüber gehört. Nächstes Thema, Sauna. Unglaublich cool, direkt vorm Schlafen gehen, beziehungsweise nochmal richtig schön warm duschen gehen, alternativ oder warm baden hilft hier auch nochmal. Dann nächster Punkt, da muss man ein bisschen vorsichtiger jetzt sein, es geht auch schon Richtung Supplements, ist CBD. Da gibt es natürlich jetzt auch hier, ja, von dieser bekannten Pflanze, da gibt es ja mehrere prozentuale Angaben von, ich glaube, wo startet das? Ich glaube 10. 10 müsste es gewesen sein. 10, 15, 20, 25, 30 prozentige Lösungen, die man da nehmen kann in gewissen Tropfenstärken. Ich habe damit tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht. Jetzt bin ich auf einer relativ hohen Dosis. Mir hilft das sehr, sehr gut. Muss man da natürlich schauen, dass man da ab und zu mal runtergehe, probiert mal was anderes aus, damit man dann nicht quasi auf Dauer wieder in diese Kontraindikatoren reinrutscht. Ne? Beziehungsweise beim CBD soll es tatsächlich nicht so schlimm sein wie beim THC, also beim richtigen Kiffen. Dann nächster Punkt, Zimmer abdunkeln. Also das Zimmer sollte so dunkel sein wie nur möglich, heißt Rollläden, Jalousien, extra dunkle Vorhänge, das komplette Ensemble, gerne noch so eine Schlafbrille, wenn das sonst nicht klappt.
alles rausholen, was möglich ist, wirklich. Dann alles künstliche Licht, also dein Handy, diese kleinen Rotlichtpunkte vom Fernseher oder irgendwelchen Steckerleisten, alles abdunkeln, alles abkleben, anmalen, rausschmeißen. Wirklich, es sollte so dunkel sein wie möglich. Und danach, am Morgen, sollte es so schnell hell werden wie möglich. Heißt, Vorhänge auf, in die Sonne reingehen, am besten mal nach draußen gehen, kurzen Spaziergang, sonst Tageslichtlampe nutzen und. Also da in die komplett andere Richtung gehen. Alles nutzen, was möglich ist, um den Körper hier beim Wachwerden zu unterstützen. Weil sonst ist er immer noch den ganzen restlichen Morgen, Tag in diesem Dämmerzustand, in dieser Zwischenwelt. Und es ist dann ja auch so ein weirdes Feeling, wenn du es kennst. Dann, kein schweres Essen, beziehungsweise hochkalorisches Essen vorm zu Bett gehen, beziehungsweise am besten gar keins. Aber wenn, dann doch lieber was Leichtes und auch wenig Zucker da. Genau, Tageslicht aufstehen hatte ich auch schon jetzt angesprochen. Heißt, wir haben jetzt hier echt schon ganz, ganz viel gesammelt. Heißt, der nächste Punkt ist jetzt hier die Supplements. Was können wir hier nochmal machen, um den Körper hier nochmal so ein bisschen weiter zu unterstützen? Das kommt jetzt. Supplements, mega spannendes Thema. Also, womit fangen wir jetzt hier an? Einmal mit dem bekanntesten Supplement, nämlich Melatonin. Das ist ja garantiert noch fast jedem ein Begriff. Kann ich tatsächlich gar nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich habe mich jetzt hier wirklich in mehreren Studien online eingelesen, beziehungsweise jetzt hier nachher noch bei den Amerikanern drüben gewesen. Man muss tatsächlich mit der Dosierung sehr schauen. Das ist nämlich das Ding. Also A, man muss es zur richtigen Zeit nehmen, also heißt auch kurz vorm Schlafen gehen, wenn ich es mittags oder morgens mal einfach mir Melatonin reinschmeiße, voll kontraindikativ, geht voll in die Binsen, beziehungsweise wenn ich zu viel nehme, ist in Deutschland eher untypisch, da müsste ich dann zu viele Tabletten nehmen, wie empfohlen wird. Ich habe aber bei den Amis mal geguckt, da kannst du richtig dicke Dosen erholen und dann kannst du die komplett wegschleppern mit. Muss man vorsichtig mit sein, vor allem weil ich ja etwas supplementiere, was der Körper selber herstellen sollte. Deswegen kann man mal ausprobieren, aber auf Dauer nicht optimal. Dann, was halt mega ist, ist hier tatsächlich Vitamin D3 bzw. Sonnenlicht. Natürlich halt im Winter, bzw. wenn man jetzt in Norddeutschland oder Nordeuropa im Allgemeinen lebt, Vitamin D auf jeden Fall zu supplementieren. Weil es einfach daher wirklich hilft, diese natürlichen Prozesse, die dann halt das Sonnenlicht für uns übernehmen würde, dann im Körper hier weiterhin optimal laufen zu lassen. Natürlich sonst auch gerne mit Tageslichtlampen arbeiten, aber das hatten wir ja schon. Dann, was wäre das nächste Thema? Genau, Serotonin bzw. HTP5, das wären halt hier auch nochmal Thema in dem Bereich Aminosäuren. Da kann man natürlich hier auch wirklich nochmal ein paar ganz, ganz interessante Mittelchen nehmen. Da muss man selber nochmal schauen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten an Aminosäuren, die man da sich zuführen kann. Die Idee ist dann halt wirklich eher, dass es einfach darum geht, dass wir dem Körper die Bausteine geben, damit er seine eigenen Schlafenzyme herstellen kann. Wie zum Beispiel halt mit diesem HTP5. Daraus werden dann halt dann ja Serotonin bzw. Melatonin halt einfach hier dem Körper geholfen, diese halt herzustellen. Nächster Punkt wäre dann GABA. Das ist Gamma-Aminobutyric-Acid. Also Säure, so, Entschuldigung. da auch nochmal wirklich ein sehr, sehr gut empfohlenes Supplement. Ist eher unbekannt, vor allem jetzt hier in Deutschland. Dann, was doch hier wirklich ganz, ganz spannend ist, ich habe es jetzt mal bei Supplements aufgenommen, ist das Thema Proteine. Proteine sind ja einfach mega wichtig für jedweden Prozess in unserem Körper. Tatsächlich aber halt auch für den Schlaf. Da wird nämlich empfohlen, über die Schwelle von 16% von unserem Tagesbedarf zu gehen, dann haben wir hier wirklich tatsächlich eine bessere Schlafqualität. Dann selbst spielt es tatsächlich auch mit Kohlenhydraten. Wirklich mega cool, wenn man da qualitativ hochwertige Kohlenhydrate, heißt kein Zuckerscheiß, sich reinballert, hebt das hier auch nochmal die Schlafqualität an.
unglaublich spannend. Dann, ich sprach auch dann über Cannabis bzw. CBD. Da muss man, wie gesagt, ja so ein bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlich hebt es hier auch, ist es gut für die REM-Phasen bzw. allgemein für die Schlafqualität, wenn man es halt nicht zu exzessiv betreibt mit dem Cannabis bzw. dann mit dem CBD. Lass mich hier nochmal schauen. Genau, ja, da habe ich tatsächlich dann jetzt hier das ganze Thema einmal abgefrühstückt. Jetzt ist das Video schon echt extrem lang geworden, haben wir jetzt bald die 20-Minuten-Marke gekratzt. Ich würde sagen, das reicht. Wenn dir noch Sachen gefehlt haben, wenn ich was vergessen habe, wenn du noch einen anderen Tipp hast, hau ihn einfach gerne mal unten in die Kommentare. Lass uns hier einfach nochmal so ein bisschen sammeln. Und ja, vielleicht wird noch ein Video 2 draus, ich weiß es nicht. Lass uns einfach mal schauen. Danke dir hier. Lass gerne ein Abo, ein Like, Kommentar da. Und ich freue mich auf das nächste Video. Let's go. Ciao.